Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch und ein weiteres Steelbook aus der Paramount-Box, was hier rausgesprungen ist. Ja, der Film ist am 18.11. in Deutschland gekommen und zwar der Film Ein Ticket für zwei mit Steve Martin und John Candy in den Hauptrollen. Und dieser Film habe ich damals wirklich geliebt und finde ihn immer noch extrem witzig. Und hier jetzt in einem schicken Steelbook, was hier Paramount veröffentlicht hat. Und ich bin gerade ein bisschen entsetzt, als ich jetzt hier reingucke. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Habe ich da irgendwas verpasst? Ist der Film so extrem brutal und schlimm? Ich kann mich echt jetzt noch nicht mehr daran erinnern, dass da so ein schlimmer Film war. Der Film geht 92 Minuten auf Blu-ray. Und würde mal sagen, wir packen mal das Steelbook aus und dann schauen wir uns mal das Steelbook mal ganz genau an. Oder was meint ihr? Machen wir es? Auf jeden Fall. So, wir packen mal aus. Machen wir die Folie runter. Und wir haben hier auch ein Hochglanz-Steelbook. Und vor allem auch, der Druck ist wirklich sehr scharf für so einen alten Film. So, dann, Moment. Folie kommt hier runter. Da haben wir es auch schon. Und ja, wir haben hier zwei Klebepopel drauf. Und die sind nie so wirklich meine Freunde, weil die meistens immer Kleberückstände übrig lassen. Aber eventuell kriege ich es hin. Ja, hier schaut schon mal sehr gut aus, nicht ganz. Jetzt ist es weg. Und noch hier oben. Hier oben muss man aufpassen. Jo, schaut ganz gut aus. Und da würde man sagen, wir gehen damit einfach mal in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das Steelbook mal ganz genau an. Bis gleich. Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive und hier schon mal das schöne Steelbook zu Ein Ticket für zwei, ein John Hutches-Film mit Steve Mal und John Candy. Und bevor wir das Steelbook angucken, gibt es erstmal einen kleinen Einblick auf die Banderole. Hier nochmal eben das sagenumwobene FSK 16 Logo. Ein Ticket für zwei mit den Klebepopeln vorne drauf. Und hier haben wir schon mal dann Pack das Lachen ein und hier schon mal dann die Inhaltsangabe zu dem Film. Ihr könnt ja gerne mal auf Pause drücken, dann wisst ihr schon mal mehr über diesen Film Bescheid, falls ihr den Film euch kennen sollte, hier mal durchlesen. Aber ich kann nur sagen, wirklich eine sehr wunderbare Komödie der 80er Jahre. Hier ein paar Szenenfotos aus dem Film mit einem Hintergrundmotiv und hier ein paar kleine Szenenfotos aus dem Film und hier noch dann die Credits und hier die technischen Daten. Hier nochmal der Hinweis, 1987 ist der Film erschienen. Und hier, Blu-ray geht 92 Minuten und hat hier Sprachen DTS HD Master Audio 2.0 auf Deutsch drauf und 5.1 auf Englisch. Und hier untertitelt Deutsch und Englisch. Ja, natürlich haben hier die schlechtere Tonauswahl, aber wie gesagt, ich habe eh nur eine Soundbar, von daher ist es auch vollkommen in Ordnung. So, jetzt schauen wir uns mal das Steelbook mal an. Und so schaut es hier aus. Und hier kommt mir schon was entgegen. Es ist wirklich ein sehr scharfes Motiv für diesen alten Film. Da kann man mal ganz gerne mal näher hingehen. Ihr seht hier schon auch dann die Koffer auch. Und jetzt geht es mal hier hoch zu den Gesichtern. Und das schaut wirklich sehr, sehr sauber aus und sehr detailreich auch aus. Also ich finde es wirklich sehr schön. Es kommt sogar im Video nicht ganz so gut rüber wie in echt. Und haben wir eben hier dann die Tafel Planes, Trains and the Automobiles. Das ist eben dann der englische Titel zu diesem Film. Und hier hat John Hutches Film, Steve Martin und John Candy. Und ja, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, hier wirklich einen kleinen Geheimtipp. Guckt euch an, er macht wirklich extrem viel Spaß, wenn man eben auf diese 80er Jahre Komödie eben auch steht. John Candy ist für mich eher eine ganz tolle Schauspieler gewesen. Ich sage nur, Waldi Waldemar, halb Mensch, halb Köter, ich bin ein Möter. Von Spaceballs. So viel dazu. Und ja, hier nochmal eben das ganze Motiv, nochmal von komplett zu sehen. Und haben eben hier nochmal dann auf dem Spine eben dann der englische Titel draufstehen. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, man kann es nehmen, man weiß auf jeden Fall, was es ist. Aber auf jeden Fall ein Ticket für zwei wäre mir auf jeden Fall jetzt hier lieber gewesen. Oben das Paramount-Logo und dann das Blu-ray-Disc-Logo. Und hinten drauf haben wir eben dann noch einen Kalender, der in Flammen steht. Auch hier nochmal das Paramount-Logo auf der Seite und auch die Artikelnummer nochmal. Auch hier hätte man ein bisschen was anderes machen können, aber so an sich ist auch vollkommen in Ordnung. Also es gibt auf jeden Fall schlechtere Steelbooks von Paramount, wie zum Beispiel A Quiet Place 2. So, wir schlagen jetzt mal auf und dann kommen hier schon mal dann
zu dem Innendruck und wir haben hier eben dann die Blu-ray-Disc vor uns liegen und hier ab 6 Jahren freigegeben und das passt hier schon besser. Also hier wurde wirklich ein bisschen was fehlgedruckt, weil ab 16 Jahren kann dieser Film nicht sein. Also ihr seht hier schon ab 6 Jahren freigegeben, also auch hier kein Problem, das anzugucken. Hier mal eben die Blu-ray-Disc, leider ein bisschen ohne groß was draufgedruckt zu bekommen. Und dann haben wir hier noch dann die DVD mit beiliegen. Das habe ich gar nicht gewusst, dass auch die DVD mit dabei ist. Hier die DVD und hier eben dann ebenfalls ab 6 Jahren freigegeben, nicht ab 16. Und ja, einmal die DVD und dann haben wir hier eben einen Innendruck. Auch das schaut wirklich sehr gut aus. Hätte jetzt nicht so erwartet, dass es auch ein so ein scharfes Bild ist. Okay, es ist nicht ganz so scharf wie das Frontmotiv, aber es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir haben auch hier auch keine Credits drauf gedruckt auf dem ganzen Steelbook. Auch das ist schon mal hier sehr schön. Und ja, ein wunderschönes Steelbook zu einem wirklich älteren Film aus dem Jahr 1987. Aber auch ein sehr schöner Film für die ganze Familie, wo man extrem auch drüber lachen kann. Jo, das war das Steelbook zu Planes, Trains and the Automobiles. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Steelbook zu Ein Ticket für zwei und muss ich wirklich sagen, der Druck von diesem Steelbook schaut wirklich extrem fantastisch aus, wirklich ein scharfer Druck auch und ja, mit Blu-ray-Disc und DVD, warum keine 4K-Disc drin ist, aber gut, braucht man wirklich von so einem alten Komödienfilm auch eine 4K-Version, also ich ganz ehrlich nicht. Jo, okay, trotzdem fällt es mir dabei, hier eben ab 16 freigegeben, dieser Film ist natürlich hier verkehrt, aber kann man nichts machen. Auf jeden Fall, innen drin ist ab 6 Jahren freigegeben. Also man kann auf jeden Fall auch den Film mit Kindern angucken. Also hier bedenkenlos zugreifen und auch angucken. Ja, das war auf jeden Fall das Steelbook zu Ein Ticket für zwei. Und ich hoffe, hat es euch gefallen. Und ihr könnt gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das Steelbook findet. Auch den Film ihr findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und Beep.